Okay, dann möchte ich also genau die verbleibende Zeit der Übung nutzen, um die Vorlesung weiterzuführen. Wir hatten ja das letzte Mal betrachtet diese zwei lokationsbasierten Ansätze. Da hatten wir mal einmal Geodämlia. Geodämlia war ja von der Grundstruktur so wie K-Dämlia, hat also einmal dieselbe Funktionalität. Nee, beginnen wir mal anders. Die lokationsbasierten Ansätze haben ja den abweichende Funktionalität, dass sie eben nicht den zu der ID nächstgelegenen Knoten suchen, sondern dass sie entweder den einen nächstgelegenen Knoten suchen oder eine Area Search anbieten. Beides ist definiert einmal durch die Position, die man angeben kann, und in Geodämlia gibt man auch noch die Anzahl der K-Closest, also wie viele man haben möchte, bei der genauen Suche an, und bei der Area Search möchte man alle zurückgemeldet bekommen. In der Umgebung die gegeben ist durch einen Punkt und einen Radius. Und Geodämlia ist so aufgebaut wie K-Dämlia, nur dass man auch eine von der Knoten ausgehende Richtung hat. Also man kann festlegen mit n, wie viele Richtungen berücksichtigt werden sollen. In diesem Fall sind es vier. Und pro Richtung hat man dann eine Routing-Tabelle, sehr ähnlich zu K-Dämlia, wo auch die Entfernungen anhand dieser Maße bestimmt werden. Und das Routing erfolgt auch genauso wie in K-Dämlia. Man stellt eine Suchanfrage, bekommt die K-closeste nach Knotenkontakte zu dieser Position zurück. Dann fragt man wieder diese K-closest Nodes. Und wie in K-Dämlia geht das hin und her mit den Suchanfragen, bis man keine näher gelegenen Knoten mehr findet. Die Area Search wird darüber gelöst, dass man quasi erstmal zu diesem Punkt kommt und dann nur noch die K-Closest Nodes zu diesem einen Punkt haben möchte, aber man zusätzlich noch angibt, dass man dass man um diesen Punkt herum schon einige Knoten kennt. Dazu hat man ja die Möglichkeit gehabt mit diesem Bloomfilter, den man angibt. Da kann man ja hineinkodieren, welche Knoten man schon kennt. Und wenn man nach in einer Area sucht, dann fragt man nach allen K vielen Closest Nodes um diesen Punkt herum. Also zum Beispiel, dass das der Punkt, zu dem wir wollen. Und wir wollen die K-Closest Nodes in, nehmen wir mal diese Reichweite. Ja, hier halbwegs. Und jedes Mal, wenn man diese Knoten fragt, gibt man an, also erstmal werden vielleicht diese drei Knoten zurückgemeldet. Dann sagt man, diese kenne ich schon und gib mir bitte die nächstgelegenen K vielen Knoten, die du kennst. Dann werden vielleicht diese drei Knoten gemeldet, dann sagt man, die kenne ich auch schon, und fragt erneut, bis man eben den Zielradius verlässt und man nur noch Knoten bekommt, die weiter außerhalb liegen. Also sehr ähnlich zu K-Dämlia. Dann haben wir angesehen, genau wie die Bloomfilter funktionieren, und wir hatten Globase kurz kennengelernt. Das arbeitet baumbasiert. Genau, also jeder Knoten definiert sich zwei Schwellwerte, L1 und L2, und es werden der initiale Knoten wird der Wurzelknoten, und man nimmt so lange Knoten auf, bis eben diese zweite Schwellwert L2 erreicht ist. Dann identifiziert man einen Hotspot, geografischen Hotspot, wo alle Knoten, also der möglichst klein ist, aber möglichst diese gewünschte Anzahl von Knoten enthält, den man abgeben möchte. Dann wird eine neue Zone erzeugt, daraus der stärkste Knoten bestimmt, und in dem Baum wird dieser als Kindknoten einsortiert, als innerer Baumknoten. Und die Knoten, die man vorher verwaltet hat, werden dann delegiert. Und so ergibt sich eben diese Baumstruktur mit den Zuständigkeiten. Der innere Knoten wird immer anhand seiner Qualität ausgewählt, und das Routing erfolgt in diesem Baum. Entweder geht man über den Baum oder man verwendet diese zusätzlichen Links sowohl nach oben als auch zur Seite, um da effizienter zu sein. Okay, so viel zu der geografischen Suche. Heute wollen wir uns kurz ansehen, wie kann man denn die Heterogenität der Knoten besser ausnutzen. Also sowohl Chord und K-Dämlia und Pastry und Cairn berücksichtigen die Knotenkapazitäten bisher noch nicht. Da sind alle Knoten gleichberechtigt, das ist ein strukturiertes Netzwerk. Und wenn wir jetzt aber so ein strukturiertes P2P-Overlay uns annehmen, wie können wir dennoch die Heterogenität, also die Stärke der Knoten, betrachten? Und was man da oft macht, ist, dass man sich das anhand des Beispiels Chord vornimmt, weil es eben so ein Proto-Overlay ist, das für vieles herhält.
Genau, da gibt es einen Vorschlag, und zwar beziehungsweise eine Alternative, das heißt Adaptive Heterogeneous Chord, und das eben diese Schwächen angeht, dass die Knoten alle als gleichberechtigt angenommen werden, aber oft eben gegeben ist, dass die Nachfrage zipfverteilt ist. Das heißt, es gibt einige sehr populäre Objekte, die sehr stark nachgefragt werden, und der zuständige Knoten kann eben überlastet sein. Das heißt, es gibt das Ziel eines, wenn man, also es gibt in der Overlay-Gestaltung oft das Ziel des Load Balancing, dass man die Last verteilen möchte. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen die theoretische Betrachtung, was könnte Last sein? Last wird oft definiert als die Zuständigkeitsgröße, also für wie viele IDs ist man zuständig. Das ist aber auch nicht ideal, weil das sagt dann nichts über die Popularität der Daten aus. Es kann ja sein, dass alle die gleiche, also wenn man anstreben würde, dass alle die gleiche ID-Range-Größe haben, hat mancher vielleicht keine Objekte, die er verwalten muss, und manche sehr populäre, und dann gibt es doch einen Lastunterschied. Dann könnte man über die Anzahl der Objekte gehen, dass man sagt, alle sollen möglichst eine gleich große, ja, die gleich große Anzahl von Objekten haben. Man nimmt in Kauf, dass die Ranges unterschiedlich sind. Oder man sagt, dass die Anzahl der Objekte auch nichtssagend ist, weil es kann ja für 100 Objekte zuständig sein und ein anderer ist nur für ein Objekt zuständig, hat aber mehr Last in Hinsicht von Traffic. Das heißt, dass da mehr Anfragen für generiert werden, dieser mehr arbeiten muss. Das heißt, man kann nach verschiedenen Aspekten Load balancen. Was haben wir zur Verfügung? Wonach können wir diese Heterogenität ausnutzen? Das ist oft die Bandbreite. Also stärkere Knoten, die mehr Suchanfragen bearbeiten müssen, brauchen mehr Bandbreite. Speicherplatz ist selten ein Problem. Also halten wir nur im Hinterkopf, es gibt verschiedene Aspekte, nach denen man so eine Lastverteilung erzielen kann. Das Problem ist, dass dieses Load Balancing ja anstrebt, dass man einen Lastausgleich macht. Und eigentlich ist es nicht sinnvoll. Also das, was ja auch Chord automatisch irgendwie macht, dass die Knoten zufällig platziert werden, dann haben ja die Knoten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr ähnliche ID-Range-Größe. Das ist aber nicht so ganz sinnvoll. Also das führt ja dazu, was wir eigentlich haben, oder beziehungsweise zu was führt es. Wenn wir jetzt Fairness anstreben, dann ist das Problem, sollen alle Knoten dasselbe machen? Sollen alle Knoten, ist es fair, wenn die Knoten so viel dem Netzwerk geben müssen, wie sie selbst beanspruchen? Oder soll die Last dementsprechend sein, wie die Kapazität der Knoten ist? Also das ist wirklich, da gibt es zu viel Unklares. Daher verfolgt dieses Adaptive Heterogeneous Chord den Punkt, dass man nicht eine gleiche Lastverteilung anstreben sollte, sondern man nur die überlasteten Peers verhindern soll. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie das als Lastkurve ansieht, so, dann soll nicht das Ziel sein, dass alle möglichst gleich viel tun, sondern das Ziel sollte sein, dass diese überlasteten Knoten, die hier oben sind, einfach gedeckelt werden und sie Hilfe bekommen können. So dass man zwar ruhig in Kauf nimmt, dass es starke Unterschiede in der Last gibt, die jeder Knoten trägt, also vielleicht in den Bandbreiten oder im Traffic oder so. Das macht aber nichts. Die Probleme entstehen erst, wenn Knoten überlastet sind. Und das will man verhindern. Damit eben jeder Knoten dennoch guten Dienst abliefern kann. Der Dienst wird erst schlecht, wenn eben da so ein Überlast herrscht. Das heißt, das Ziel ist, Überlast zu vermeiden bei Adaptive Heterogeneous Chord. Und da ist der Ansatz so, also wie ist der Use Case, die Idee? Man hat ein Distributed Hash Table, man möchte Dateien speichern. Dateien sind vielleicht 0 bis 10 Megabyte groß, aber die Suchanfragen sind ZIP verteilt. Ja, und durch diese ZIP-Verteilung wissen wir ja, das ist irgendwie sieht es dann so aus. Es gibt einige sehr populäre Dateien und dann geht es so runter. Und nun erzeugen diese wenigen Dateien eine sehr große Überlast bei den Knoten. Es kann ja sein, dass dieser Knoten, der dafür zuständig ist, fürs populärste Objekt, wenig Bandbreite hat. Und dann kann er das nicht richtig bedienen. Das heißt, wie berücksichtigt Adaptive Heterogeneous Chord diese Überlastvermeidung? Dazu erstmal entgegengesetzt, das Original-Chord, alle Knoten sind gleich, haben die gleichen Rollen, haben die gleichen Aufgaben. Die zufälligen Dateien oder eigentlich alle Dateien sind zufällig dazu gewiesen und der Knoten, der die meiste Last hat, der hat Pech gehabt. Also der das populärste Objekt hat, hat die meiste Last und hat Pech. Adaptive Heterogeneous Chord geht da so vor, dass einmal hierarchisch ist.
Es gibt zwei Overlays, wie man da schon sieht. Also es gibt eine DHT, die die Qualität nicht berücksichtigt, das ist hier unten, und eine Qualität, ein Overlay, auch ein Chord Overlay, das aber die Kapazitäten der Knoten berücksichtigt. Also die dicken Knoten sind da als stärkere Knoten dargestellt. Es ist heterogen, weil es eben nach der Qualität der Knoten geht. Also die dicken Knoten haben eine andere Rolle. Es verwendet indirektes Storage, das heißt, die Daten sind nicht bei dem zuständigen Knoten gespeichert, sondern nur der Link, wo es gespeichert ist, ist bei dem Knoten gespeichert. Und das Ziel ist eben keine Überlast zu erzeugen oder beziehungsweise Überlast zu verhindern. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem zwei Overlays verwendet werden. Es gibt einmal ein Routing-Overlay, das normale alte Chord mit 160 Bits, in dem man die Zuständigkeit für ein Object-ID finden kann. Das Besondere ist jetzt, dass hier, wie schon gesagt, das Indirect Storage verwendet wird, also der zuständige Knoten speichert die Datei nicht. Sondern der zuständige Knoten speichert sogenannte Mirrors, also das heißt die Information, welcher Knoten das Objekt hat. Und diese Mirrors, die kann der zuständige Knoten, also sagen wir mal der für das populärste Objekt, die kann er neu einrichten. Also wenn er feststellt, ich werde jetzt überlastet, dann kann ich einen Mirror generieren und sagen, ich hätte gern einen Mirror mit den und den Qualitäten. Also wenn die Last, wie gesagt, ZIP verteilt ist und der für das populärste Objekt zuständige Knoten überlastet ist, da kann er berechnen, dieses erzeugt mir eine Last von, was weiß ich, 500 Megabyte pro Sekunde, diese Datei zu beantworten. Und daher hätte ich gerne einen Mirror, der diese Eigenschaft erfüllt und mindestens eine Bandbreite zur Verfügung stellt von 500 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, er findet sich dann einen Ersatzknoten, das ist vielleicht der hier. Ja, das ist auch ein echter Knoten im Chord-Netzwerk, aber der wird ja zuständig für die Verwaltung des populärsten Objekts. Und alle Suchanfragen, die dann in diesem Original-Chord-Netzwerk herumkommen, sagen wir, das ist der zuständige im Original-Chord-Netz, der verweist auf den stärksten Knoten, auf den Knoten, der dieses Objekt verwaltet, also auf seinen Mirror. Dann kommen zwar immer noch alle Suchanfragen über den schwachen Knoten, aber dieser schwache Knoten hat einen starken Mirror gefunden in dem anderen Overlay-Netzwerk. Das heißt, das zweite Overlay-Netzwerk ist nur dazu da, um Knoten mit bestimmter Kapazität zu finden. Ja, also um nochmal die Schritte zu beschreiben, wir haben einmal Wir haben also einmal das alte traditionelle Chord-Netzwerk. In diesem wird der zuständige Knoten gefunden, der verantwortlich ist für den zum Beispiel für das populärste Objekt. Und dieser Knoten kann eben bestimmen, ich bin überlastet und jetzt hätte ich gerne einen Mirror mit der Eigenschaft, dass diese Bandbreite zur Verfügung gestellt wird. Und dazu nutzt er, das ist quasi das Chord-Netzwerk, das Routing-Overlay und das ist das Capacity-Overlay. Dazu nutzt er das Capacity-Overlay und sagt, gib mir bitte, ich suche jetzt einen Capacity, also einen Knoten in diesem Netzwerk, der diese Eigenschaft zur Verfügung stellt und diese Bandbreite hat. Und damit das funktioniert, damit ich da einen Knoten finde, ist es so aufgebaut, dass die IDs hier Knotenkapazitäten repräsentieren. Das heißt, diese maximale Knotenkapazität von 1 Gigabit pro Sekunde entspricht der ID, wo alle Bits auf 1 gesetzt sind. Also, so, das ist die höchste ID. Und davon werden die ersten 120 Bits kennzeichnen die Bandbreitenkapazität und die letzten 40 Bits sind random. Also so, dass da mehrere Knoten mit derselben Kapazität eine ID finden können. Und wenn man mit dieser ID-Auswahl die Chord-Funktionalität ansetzt, dann ordnen sich die Knoten automatisch sortiert im Capacity-Overlay. Und wenn man, die IDs sind ja aufsteigend in Chord. Und wenn ich eben für die ID
einen Wert gewählt habe, der zu meiner Bandbreite korreliert, dann sortieren sich die Knoten eben aufsteigend anhand ihrer Bandbreite. Und wenn man jetzt eine Suche ausführt, wenn man jetzt eine Suche in diesem Capacity Chord ausführt, dann wird hier zu einer gewissen angefragten Kapazität, also 500 Mbit pro Sekunde, das kann man dann in eine Object-ID umrechnen. Und der zuständige Knoten im Capacity Overlay ist dann ein Knoten, der mindestens diese Bandbreite erfüllt. Das heißt, wenn ich jetzt, vielleicht hat er hier ja die ID, die korreliert ist mit 600 Mbit pro Sekunde, der hier hat nur 400 Mbit pro Sekunde. Dann findet ja, wenn ich nach 500 Mbit pro Sekunde suche, ist der zuständige Knoten der Successor zu dieser ID. Der hat mindestens 500 Mbit pro Sekunde, in diesem Fall 600 Mbit. Und so kann ich, indem ich einen Lookup in diesem Capacity Overlay mache, einen Knoten finden, der mindestens diese Kapazität erfüllt. Und das wird dann eben genutzt, hier unten, wenn ein Knoten in dem eigentlichen Chord-Netzwerk sich überlastet fühlt und berechnet, ich brauche die Kapazität, dann startet eine Suchanfrage hier oben nach einem Mirror, der eben diese Kapazität erfüllt und bittet ihn, diese Datei zu speichern, diese populäre Datei. Und danach werden alle Anfragen, die hier zu dieser Datei kommen, an den Mirror weitergeleitet, der dann seinen Bandbreite nutzen muss, um die Datei zu bedienen. Ja. Das. Okay, also jeder Knoten hier unten taucht auch als Knoten dort oben auf. Also jeder Knoten ist eigentlich ein Netzwerk, ist eigentlich Teil in zwei Netzwerken. Und kann sich dann entscheiden, führe ich einen Lookup eben in dem normalen Chord-Netzwerk durch, wenn ich nach Dateien suche, oder führe ich einen Lookup in dem Capacity Overlay durch, wenn ich nach Knoten mit gewissen Eigenkapazitäten, also Bandbreiten suche. Ich glaube, hier kommt dann auch, genau. Man hat die doppelte Anzahl von Kontakten. Weil die Finger und die Successoren, die man hier unten hat, sind höchstwahrscheinlich anders als hier oben. Das heißt, man hat die Anzahl der Routing-Tabelleneinträge verdoppelt. Also man hat einfach zwei Routing-Tabellen, führt aber in beiden Overlays dieselbe Routing-Prozedur durch. Also ich mache einen Lookup nach dem Knoten, der zuständig ist für eine ID. In dem unteren Bereich finde ich den zuständigen Knoten, der gibt mir aber als Antwort zurück, wo ich die Datei runterladen kann. Entweder ist er das selbst, wenn er selbst nicht überladen war und die Datei gespeichert hat, oder weil es ja überladen war initial, dann würde er eben sein Mirror zurückmelden und ich kann bei diesem die Datei runterladen. Genau. Und wenn ich Lookup eben im zweiten mache, dann bietet es mir die Möglichkeit, einen Mirror, also einen Knoten zu finden, der diese Bandbreite hat. Achso, genau, wie geht es dann weiter? Wie ist der Schritt? Spielen wir das mal durch. Spielen wir mal durch. Hier haben wir einen Knoten, der die populärste Datei verwaltet, er weiß es aber noch nicht. Ja, dann kommen nach und nach irgendwelche Suchanfragen zu dem an und währenddessen berechnet er einfach, dass er selbst über. Also beginnen wir nochmal am Anfang. Es sind noch keine Dateien im Netzwerk. Sagen wir mal, die erste Datei, die dann populär wird, wird gespeichert. Dazu macht man hier im Chord-Netzwerk eine Suchanfrage. Man findet den zuständigen Knoten für diese Datei-ID, speichert die Datei auf dem. Der Knoten ist jetzt verantwortlich für die Datei, hat die Datei gespeichert und jetzt kommen viele Suchanfragen dazu. Die ersten beantwortet er noch selbst, da schickt er die Datei selbst noch zurück. Irgendwann stellt er aber fest, dass da so viel Bandbreite, so viele Suchanfragen kommen, dass er sie nicht mehr beantworten kann. Dann startet der Knoten, der jetzt überlastet ist, eine Suchanfrage mit dem Capacity-Netzwerk. Da ist er auch irgendwo ein Mitglied. Aber er findet jedenfalls einen Knoten, der stark genug ist, diese berechnete Bandbreite zu liefern. Den kontaktiert er und dem schickt er die Datei, die er verwalten soll. Und er beschreibt in dem unteren Overlay, dass es jetzt einen neuen Mirror gibt. Und alle anderen Suchanfragen, die dann kommen, werden beantwortet mit diesem indirekten Verweis. Ich bin zuständig für die Datei, aber der speichernde Knoten ist da und da. Bitte fragt bei dem an.
was dieser andere Knoten, und der antwortet und bedient eben diese Suchanfragen. Was er noch machen muss, ist, seine verfügbare Bandbreite anzupassen. Das heißt, er hatte ja vorher 600 Megabit pro Sekunde, danach hat er nur noch 100 Megabit pro Sekunde, weil 500 ja beansprucht wurden. Das bedeutet, er muss seine ID in diesem oberen Capacity Overlay wechseln und sich neu einsortieren, dem Netzwerk vielleicht neu joinen. Und dann hat er eine neue Position gefunden. Es kann sein, dass er danach hier irgendwo ist. Das macht aber nichts, weil er kann ja das Netzwerk freundlich verlassen. Also er kann dir mitteilen, ich verlasse jetzt das, bitte passt eure Kontakte an, kann sich eine neue Position suchen und es müssen keine Verantwortlichkeiten oder ID-Zuständigkeiten übergeben werden. Das heißt, in dem Capacity Overlay gibt es viel Churn, aber es gibt keine Dateien, die wirklich repliziert werden müssen oder so. Genau, und dann ist er halt als Mirror unten genutzt. Ja? Nee, genau. Ja. Genau. Also, dann kann, das wird ja immer nur mindestens ein stärkerer Seil gefunden. Und wenn es einfach keine mehr gibt, die diese Leistung bringen können, dann würden die Suchanfragen ja leer, also ohne Ergebnis, beziehungsweise, ja. Oder die Schwächsten im ganzen Netz zurückmelden. Also, dass man da sieht, das hat nicht funktioniert. Das ist dann Anwendungssache. Also, es ist nicht definiert von AHA-Code, sondern dann würde man eher versuchen, das aufzuteilen vielleicht. Dass man nicht einen Stärksten sucht, sondern zwei oder drei. Weil dieser Knoten, der leitet ja nur mit einem Hop mehr es an den speichernden Knoten weiter. Und ob er es nur einen gibt oder mehrere und der dispatcht das und der kann ja auch fünf verwalten und fünf Links verwalten und das ist dann Anwendungssache. Aber die Option würde bestehen. Genau. Das ist so die einfache Grundidee. Also man hat die ID der Knoten direkt mit der Knotenkapazität verknüpft und einfach ein zweites paralleles Overlay aufgesetzt. Das heißt, die Grundidee ist, dass man, das kann man ja auch übertragen, abstrahieren auf andere Fälle. Es muss ja nicht das Core-Overlay sein, es kann genauso ein Pastry sein, dass man die Grundidee ist, dass man parallel Overlays betreiben kann für unterschiedliche Anforderungen, für unterschiedliche Aufgaben, ohne dass es sehr viel teurer wird. Also auch hier ist ja O-Log-N viele Kontakte und theoretisch hat man das nur verdoppelt, also immer noch O-Log-N. Und man kann so verschiedene Overlays für verschiedene Aufgaben besser kombinieren. Also manchmal ist es sinnvoll, nicht ein Overlay zu haben, das alles integriert und alles kompliziert verknüpft, sondern dass man einfach verschiedene Parallel-Overlays hat und da jeweils die Stärken ausnutzt. Hier noch ein bisschen die Auswertung, damit man das sieht, dass es auch wirklich funktioniert. Chord, Record, Adaptive Chord. Hier betrachtet, wie ist der Erfolgsknote der Overlays, wenn manche Knoten überlastet sind. Also man hat gesagt, falls die Datei nicht zugestellt werden kann, also falls die Datei nur noch mit einer Download-Bandbreite von unter einem Kilobit pro Sekunde zugestellt werden kann, dann heißt es, dass der Download fehlgeschlagen ist. Und so traditionelle Chord und Record, das hatten wir in der einen Übung mal, die versagen schnell, also 30% der Suchanfragen werden nicht erfüllt, aber bei Adaptive Chord reagiert es dann recht schnell. Hier sieht man, dass die Mirrors aufgesetzt werden, sobald sie aufgesetzt sind, gibt es kaum noch überlastete Knoten. Auch ist es, genau, das ist die Anzahl der überlasteten Knoten. Erstmal werden welche überlastet, das wird dann mit Mirrors kompensiert und in Chord und Record eben nicht. Was noch? Bandbreite, also die Zustell, also wie lange dauert es, eine Datei zu ziehen im Durchschnitt? Bei Adaptive Chord geht es schnell, weil eben die stark nachgefragten Dateien schnell die Knoten bedienen können. Und hier fließt hinein, dass hier auch noch Suchanfragen sind um die 1-2 Kilobyte pro Sekunde, die dann das Ganze natürlich ewig hinziehen. Das heißt, die Geschwindigkeit ist schneller. Okay,
Also was ist die Essenz, was soll man so mitnehmen? Was wichtig ist, dass man auch bei strukturierten Overlays die Kapazitäten mit berücksichtigen kann. Man kann verschiedene Overlays für verschiedene Funktionalitäten nutzen. Das heißt, man muss nicht unbedingt versuchen, alle Funktionalitäten in eins reinzufügen, sondern manchmal ist es sinnvoll, einfach parallel Strukturen zu betreiben. Genau. Das ist oft auch wichtig. Also wir bauen ja seit Ewigkeiten schon an Libre Social, das ist ein Peer-to-Peer-basiertes Online-Social Network, mit der Idee, dass man völlig dezentral so eine Peer-to-Peer-Plattform hat für soziale Netzwerke. Und das ist so ein konkretes Problem, also eine konkrete Lösung, die man da nutzen könnte. Weil oft hat man das Beispiel, nehmen Sie haben ein soziales Netzwerk, Sie wollen es auf einer Peer-to-Peer-Basis betreiben. Und jetzt müssen Sie da irgendwelche Dateien speichern. Und je nachdem, was Sie für eine Anbindung haben, ist dann halt langsamer oder schneller. Also wenn man sicherstellen will, dass alle Dokumente in einer gewissen Dauer, also maximal 7 Sekunden ankommen, dann ist eigentlich die Empfehlung mehr, diese indirekte Storage zu verwenden, kombiniert mit der Berücksichtigung der Knotenkapazitäten. So, das Direct Storage ist eigentlich immer schlecht, weil man da zufällig einfach einen schwachen Knoten erwischen kann für eine populäre Datei. Indirekt ist also daher besser, und wenn man bei der Indirect Storage dann den speichernden Knoten so auswählt, dass seine Kapazität eben berücksichtigt wird, dann ist es günstig. Okay, nur ein kurzer Ausblick auf die morgige Vorlesung. Also morgen wird es wie gesagt so sein, dass der Herr Amft dann den Simulator vorstellt, und das Praktikum stellen wir dann vor. Und es braucht so 30, 40 Minuten. Und danach bleibt noch eine halbe Vorlesung übrig. Da werde ich Ihnen vorstellen, Omicron, was das noch etwas weiterführt, diese Idee, dass man für verschiedene Funktionalitäten verschiedene Overlays haben soll. Ich zeige Ihnen mal kurz einen Ausblick darauf, wie das aussieht. Also Omicron steht für Organized Maintenance Indexing Caching Routing for Overlay Networks. Und das sind eigentlich vier Rollen, also die dann integriert werden. Also es gibt vier Rollen, die die Knoten einnehmen können, und damit, also Maintenance ist zum Beispiel möglichst lange online sein, um Kontakte langfristig zu anderen Knoten im Overlay zu behalten. Indexing, das ist der speichert, wo liegt eine Datei, wer ist dafür verantwortlich. Der Cacher, der speichert die Datei, das ist mehr so ein Beschleunigen der Performance, und das Routing, das nimmt die Verbindung auf zu anderen Knoten. Also es gibt verschiedene Rollen, die man einen Knoten einnehmen kann, basierend darauf, welche Eigenschaften, welche Charakteristiken der hat. Und das Overlay, nur um das kurz mal anzureißen, besteht aus zwei Teilen. Wir hatten die Deployee-Netze kennengelernt, die sehen dann so aus. Deren Vorteil war, dass jeder Knoten eine genau feste Anzahl von Kanten hatte. Zwei eingehende, zwei ausgehende. Das war ganz toll, weil man dadurch eben also sehr berechenbare Latenz hat, also Anzahl von Hops und Traffic. Also man ist einfach nicht mit so vielen Knoten verbunden, man muss nur wenige Kontakte pflegen. Was war der Nachteil? Wissen Sie es noch? Ja. Genau. Wir brauchten eine feste Anzahl von Knoten, und das haben wir normalerweise nicht gegeben, es sei denn, tada, wir haben so ein hierarchisches Netzwerk, wo ein Knoten im Deployee-Netzwerk aus einer Menge von echten Knoten besteht. Und dadurch, dass jeder Knoten eigentlich in diesem Deployee-Netzwerk verschiedene Aufgaben hat, eben diese vier Stück, Maintenance, Routing, Caching und Indexing, kann man diese Menge von Knoten dahingehend auswählen, dass sie besondere Aufgaben erfüllen. Also dass eben manche Knoten Maintainer sind, manche Indexer, manche Cacher, manche fürs Routing, für die Kommunikation zuständig sind. Und dann kann man eben auf verschiedenen Ebenen die Eigenschaften der Knoten auswählen. Einmal, welche Rolle sie einnehmen, und zweitens, dass wir diese verschiedenen Rollen zu einem virtuellen Knoten zusammenfassen, sodass die virtuellen Knoten eine bessere Overlay-Struktur ausmachen. Und dazu erzähle ich Ihnen dann morgen etwas mehr dazu, wie das funktioniert. Dann danke ich Ihnen heute für die Anwesenheit, und wir sehen uns morgen.